Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist DamaRap und ja, wie ihr es vielleicht schon entnehmen könnt an diesem Video, heute wird nicht gezeichnet, heute wird auch nicht gespielt. Dieses Video dient einfach mal dazu, meinen jetzigen Stand mal euch zu erzählen, also was ich vorhabe die nächste Zeit für diesen Kanal, für meinen Let's Play Kanal und auch für meinen Instagram Account. Und ja, da würde ich auch mal sagen, fangen wir direkt an. Ich hatte mir mal ein paar Notizen gemacht, so das Zeug, was ich unbedingt erzählen will. Und ja, ich würde mir mal sagen, wir fangen an mit meinem Hauptkanal DamaRap. Wie einige von euch ja gewusst haben oder es jetzt wissen, hatte ich mal auf meinem Instagram-Account eine kleine Pause erwähnt oder angekündigt, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich brauche jetzt mal ein paar neue Zeichenideen für meinen Hauptkanal und deswegen kommt da eine Pause. Aber diese Pause war halt nicht bezogen auf meinen zweiten Kanal von YouTube oder meinen Instagram-Account. Und somit war halt nur der Gedanke, okay, komm, du hast jetzt diese Pause, such dir irgendwelche neuen Ideen oder guck einfach, was könntest du mal machen, was ihr vielleicht sehen wollt. Und ich bin ehrlich, es gibt schon einige Ideen, die ich umsetzen will gerne und einige Sachen, die ich nochmal gerne machen möchte. Ja, der Grund, weshalb auch letzte Woche, überletzte Woche, was weiß ich, wann dieses Video rauskommt, auch kein Video da war oder warum dieses Abstimmungsvideo nicht rechtzeitig rausgekommen ist, war einfach, ich hatte nicht die Zeit dazu. Ich hatte auch in letzter Zeit, ich bin wieder ehrlich, es gab private Gründe, weshalb ich wieder mal nicht dazu kam, irgendwas zu produzieren, richtig, für YouTube. Das Einzige, was ich fertig gemacht habe, ist das Abstimmungsvideo, was auch wirklich sehr wieder aufwendig war und da gab es auch wieder halt Probleme. Meine Kamera, da ist der Akku wieder alle gewesen, musste ich mit meinem Handy aufnehmen und dann war das wieder alle und dann musste ich wieder die Kamera. Also es gab immer wieder Gründe, weshalb sich das, sagen wir mal, verzögert hat. Aber ich versuche natürlich nach diesem Video wieder Input auf YouTube rauszubringen und dass ihr das natürlich auch wieder so feiert, wie ich wieder aktiv zu sein. Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Kanal, zu meinem Let's Play-Kanal. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, mein Kanal DamaRap Gameplay. Genau, da ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Dort kommen regelmäßig Videos raus. Jeden Mittwoch 12 Uhr, das mal im Hinterkopf behalten. Genau, und die Projekte, die bislang schon auf meinem Kanal sind, die werden auf jeden Fall weitergeführt. Wie zum Beispiel Emily's Christmas Carol, dann The Light, was hoffentlich auch bald zu Ende ist. Ich kann das Spiel immer wieder nicht einschätzen. Dann zum Beispiel auch The Wardrobe und. Aber natürlich nutze ich auch dieses Video, um einige Projekte, sagen wir mal, anzuteasern, die schon in Planung sind und einige Sachen schon gedreht wurden. Und zwar das eine große, worauf ich mich mega freue, ist Outlast 2. Natürlich, nachdem dann Outlast Whistleblower fertig ist, werden wir uns dann mal den zweiten Teil von Outlast anschauen. Natürlich nur unter der Bedingung, dass ihr alle über 18 seid und dass ihr euch einschätzen könnt, ob ihr das Spiel euch anschauen wollt oder nicht. Natürlich gibt es auch andere Sachen, mal weg vom Horror und mal rein in die Kategorie RPG Adventure und zwar in dem Spiel Undertale. Dieses Spiel hatte ich schon mal gespielt, nur privat, und wollte es euch auch unbedingt mal zeigen, weil ich denke, da ist etwas dabei, was ihr auch bestimmt feiert. Und zum Beispiel auch noch ein Spiel, wo ich die Demo gespielt habe und aufgenommen habe, und zwar Cathy Rain. Ist so ein Detektivspiel, Point and Click. Mega geil, ich bin noch dabei, das zu schneiden, aber wie schon gesagt, es sind auch einige Sachen auf Steam, die ich gefunden habe und die ich euch unbedingt zeigen will. Das schon mal vorweg und jetzt eigentlich nur noch die letzte Information, Instagram. Was ist auf Instagram los? Da ist eigentlich nicht so viel los und ich bin ehrlich, auf Instagram habe ich gerade nicht so viel Stress wie für meine YouTube-Kanäle. Denn, was soll ich sagen, es kommt eigentlich regelmäßig oder eher täglich eine Story von mir, wo ihr immer irgendwie wisst, was gerade in meinem Leben abgeht. Und ich
lade auch ja regelmäßig Bilder oder Videos hoch, damit ihr auch, sagen wir mal, einen Einblick dafür bekommt, was zeichne ich gerade oder was habe ich gezeichnet und Gedöns und Gedanse. Und ich bin ja gerade auf dem Stand der Dinge bei Instagram, dass ich so circa 82, 83 Follower habe. Da ist so ein kleines, minimales Ziel, dass ich vielleicht die 100 Follower oder Abonnenten erreiche. Das wäre natürlich schon mal so ein Meilenstein. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt ihr auch, wenn ihr dieses Video schaut, mal mich zum ersten Mal gehört habt. Besucht doch einfach mal meinen Instagram-Account da.ma.rip. Auf jeden Fall ist da bestimmt auch was für euch dabei. Gut, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich glaube, ich habe jetzt schon fast 6 Minuten drauf. Auf jeden Fall war's das mit diesem kurzen Erklärvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Meinen Kanal aktivieren, Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid wisst, wann ein neues Video rauskommt. Besucht mich auch mal auf Instagram, was ich jetzt eben schon erwähnt hatte. Und ja, dann würde ich mal sagen, freut euch auf die nächste Zeit und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.